Also schon wieder greift Deutschland an. Also mir bricht das Herz und der Mund freut sich. Das ist fürchterlich, wenn ein Wiener für Deutschland redet. Der Haferkamp, übrigens ein neuer Ersatzmann für den deutschen Geritzen, auf rechts außen, ich kenne ihn gleich. Denn der muss noch nicht für in der Song gewesen sein, der Haferkamp. Denn er hat so blasse Knie. Also dieser Haferkamp geht jetzt auf links außen vor. Die Österreicher sind etwas weit abgerückt und das ist gefährlich. Alarmstufe 1 im österreichischen Strafraum. Da könnte was werden für Deutschland. Haferkamp rast die linke Linie entlang, spielt ab zu Hermann. Der Hermann ist jetzt rechts herum. Musil stürzt aus dem Tor. Justus Maria, das österreichische Goal ist leer. Der Hermann wieder hinüber nach links und Schuss. Geht, geht, Tor, Tor, Tor. Das ist das 2:0 für Deutschland und das dürfte der Sieg sein. Aber wand mit der Schlong. Jetzt warte nicht, was geschossen hat. Es ist ja schwer, der Hermann und der Haferkamp, beide sind Ersatzleute, beide ohne Nummer am Buckel. Aber jetzt weiß ich, ich hab, der Haferkamp war, also der Haferkamp 2:0 für Deutschland. Also ich kann mir die Begeisterung draußen in Deutschland vorstellen. Von oben im Norden, von Hamburg angefangen, herunter über das Rheinland nach Hessen, bis nach Bayern hinunter, überall wird man wahrscheinlich wahre Freudentänze am Lautsprecher aufführen. Denn Deutschland führt gegen die Fußball-Großmacht Österreich, wird schon Eigenlob stinkt. Aber ich glaube, Österreich muss man nach den letzten 1,5 Jahren und nach den Erfolgen doch zu den Fußball-Großmächten zählen. Also Deutschland führt gegen Österreich 2:0. Es hat sich nichts mehr geändert, da ist das Schlusspfiff. 2:0 für Deutschland. Und abschließend hoffe ich, dass Sie nicht böse darüber waren, verehrte Sportfreunde in Deutschland, dass Ihnen ausgerechnet ein Wiener den verdienten deutschen Sieg im Wiener Praterstadion übertragen durfte. Auf Wiederhören, ich verabschiede mich als, also bitte, ich kann mir nicht helfen, doch irgendwie Verräter meines Stammes, denn letzten Endes bin ich ja doch ein Werner. Ihr am Boden zerstörter Heribert Meisel. Die Verteidigung ist doch alles eher als enorm. Und der Ball, der läuft so schön von Mann zu Mann. Naja, nur abwarten und Tee trinken. Wir werden ja sehen, ob einer von euch schießen kann. Und die Läufer spielen, als gingen sie um ihr Leben. Aber ich bitte Sie, es geht doch wirklich beinahe jeder Pass daneben. Und der Sturm, der steht von Tor und das ist leer. Ja, nur Kaufregung, meine Herrschaften. Wenn's halt nicht abseits gewesen wäre. Die Stimmung ist zum Sieden heiter, Walter, der läuft vor. Er hat den Ball und schießt hinein und alles brüllt.